Das war die falsche Taste. Ah, alles klar. Dass ich treffe. Komm schon! Komm! Ja! Legt sie alle um! Legt sie alle um! Hoffen wir mal, dass jetzt der Lux oder was auch immer das war nicht hinlegt. Ganz ungutes Gefühl. Ja, aber gut. Nein, Scheiße. Mach nur ein Zeug ein. Ich würde schon mal sagen, die Grafik ist super geil, ne? Hat schon mega mäßig Spaß. Ach, scheiße, das war lecker. Hatten wir schon. Gucken wir mal, ob es durch die Häuser. Ja, ich wollte das Spiel eigentlich im Koop spielen mit ein paar anderen Kollegen, aber leider muss man wohl erstmal ein bisschen weiterspielen, bevor das möglich ist. So, ja, schauen wir mal. Bis dahin. Interessiert eh keinen. Ist ja am Anfang alles leichter, wie man merkt. Wollen Sie mich noch locken, mal gucken, wie lange ich mich so halten kann auf dem Niveau. So, hier war noch irgendwas. Alles klar. Aber gut. Gehen wir noch weiter. Hey Jay, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer.
Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Aus hier. Oh, dann sind wir schon fast am Turm. Schüsse, wie man hört. Oder auch nicht. Hey, schon. Tja, sehr gelenkig. Ich heiße nicht AJ. Beeilung! Benutzen das Seil! Welches Seil? Achso. Achso, oh. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Ich habe nur auf dich gewartet. Ein ganzes Leben. Scheiße, du bist ja größer als ich. Du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gale. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in Kyrat. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles daran setzen, dich zu kriegen. Verdammt, ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Ich bin da oben. Ist nicht. Halt die Stellung. Feind lokalisiert. Oh shit. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Ich muss auch sagen, die Stimme gefällt mir sehr. Ich habe das Gefühl, dass es der Synchronsprecher von Scrubs ist, oder? Ach, der Prolog war es.
Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede. Volle Zicke ist das. Aber Lakshmana. Das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist, hm? Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Gib mir das Morphium und schalt das scheiß Radio ab! Was ist mit ihm passiert? Er fiel. Pagan überflutet den Äther und wir müssen uns seinen Dreck anhören. Genug ist genug! Ich habe ihn auf den alten Glockenturm geschickt, um den Sender zu übernehmen, um die Übertragung so zu stören. Leider. Ich kann klettern. Das wäre großartig. Es gibt keine Wachen, aber der Aufstieg ist schwer. Versprich, dass du nicht fällst. Okay. Versprochen. Genau, Jedi. Jedi heißt er. So, jetzt fällt's mir gerade wieder ein. Guck mal. Da ist der Glockenturm. Ich hätte gerne eine Waffe. Oh, ups. Ja, mit dem Quad, Alter. Ja. Oh, ja. Pfeife? Oh, ich glaube, das war nicht so eine gute Idee. Aber da? Sprich, dass du nicht fällst? Schön, dass du da bist. Was? Was heute da ist, kann morgen schon ausfallen. Stören wir so ein bisschen. Ich würde sagen, wir sehen die Leute schießen. Fahre. Schauen wir mal, was wir schon mal drauf kurz haben. Hoffentlich nicht.
Es kommt auf uns zu. Oh, scheiße. Boah, Alter. Scheint grün zu sein. Ich heile. Oder auch nicht? Okay, hier oben kommen wir rauf. Bisschen vorsichtiger sein vielleicht. Ihre Einmischung könnte den Betreffenden einen unnötigen Tod in der Welt verursachen.
Dies ist ein ehrenhafter Tod. Balancieren. Ja, oder auch nicht. Drüber springen geht auch schon. Ja. Thank you.